Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den About Food Back-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Regulär hat er 89,99 gekostet und ich glaube, ich habe den schon im Presale ein bisschen günstiger bekommen, aber der ist jetzt gerade auf 35,99 reduziert. Also wenn der Inhalt gut ist, ist es vielleicht eine Empfehlung. Ich setze euch dazu auf jeden Fall einen Link in die Infobox. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal in dieses Lavendel-Lila-Schätzelein hinein. Denn die anderen About Food Adventskalender haben mich ja nicht ganz so vom Hocker gerissen. Ich habe jetzt hier die Nummer 1. It's beginning to look to taste a lot like Christmas. Oh, schön. Gewürz Flower Power, das mag ich. Essbare Dekoblumen. Mensch, zum Toppen 5 Gramm sind hier drin. Das finde ich ganz hübsch. Passt auf jeden Fall auch so in die Weihnachtszeit. Wenn man auch so ans Weihnachtsessen denkt, ne, von Besser im Glas ist das, dass man da dann halt vielleicht das Ganze ein bisschen aufpeppt oder so außen drum zu ein bisschen Deko macht oder über Salat. Das ist eine schöne Startgeschichte, ne? Der 2. Dezember. Ja, das ist wieder so eine kleine Geschichte, aber es ist ein Gourmet-Produkt wahrscheinlich. Kann ich nicht lesen, von welcher Firma. Piemonteser Nuss, 40% Kakao von chocolatier.de, 45 Gramm Vollmilchschokolade mit Haselnüssen und Kakao. Ja, und Hersteller ist Gemeiner Konfiserie, genau. Ja, finde ich schön, wird auf jeden Fall bei uns gegessen, ist jetzt halt wirklich echt ein bisschen wenig, ne? So, ein Strang, das ist ja innerhalb von 5 Minuten in meinem Bauch verschwunden. Aber naja, wir gucken jetzt mal weiter. Es soll ja ein Back-Adventskalender sein. Also bislang war da jetzt nicht so super viel zum Backen. Klar kannst du mit diesen Blüten auch Gebäck toppen. Aber so richtig klassisch backen hatte ich jetzt noch nicht. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und ich packe den Adventskalender heute auch tatsächlich aus, wo wir schon den 9. Dezember haben. Also da habe ich hier immer noch ein paar Adventskalender stehen. Hier habe ich Zimtbrötchengewürz. Das ist doch sehr passend. Von Just Spices. 40 Gramm sind hier drin enthalten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr bei Just Spices auch mit Just Claudi sparen. Entweder bekommt ihr da dann aktuell einen 5 Euro Rabatt auf die Adventskalender, aber ich glaube, die sind mittlerweile ausverkauft. Dann gibt es wieder ein gratis Gewürz on top. Und da müsste ich jetzt aktuell das Bratkartoffelgewürz ausgewählt haben, weil das so lecker ist. Schreibt mir aber gerne mal euer Lieblings-Just Spices-Gewürz in die Kommentare. Dann kann ich das nämlich gegebenenfalls einfach mal switchen, falls ich merke, dass da super viele irgendwie sich ein spezielles anderes Gewürz wünschen würden. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall dieses hier mit da drin. Dann hast du auch bei Just Spices immer so ein paar Rezeptideen, dass man da dann schauen kann, wie man das nachbacken kann. Und das passt auf jeden Fall in diesen Adventskalender, finde ich. Hier haben wir die Nummer 4 und da drauf steht Muffin compares to you. Feier ich, muss ich wirklich sagen. Also das ist ein Spruch, ne? Den finde ich toll. Okay, hier haben wir was Leichtes, Kleines drin. Decochinos Diamonds. Oh, die kannst du, 16 Stück sind hier drauf und die kannst du dir dann entsprechend auf deine Backwerke machen, damit das Ganze hübscher aussieht. Nicht mitbacken steht hier mit da drauf, also es ist dann wirklich nur zum Verzieren und du sollst die nicht mit den Händen berühren, damit der Glanz nicht beeinträchtigt wird. Okay, und wie berühre ich die dann? Keine Ahnung, es sind auf jeden Fall nicht nur so Punkte, sondern es sind richtige Diamanten. Vielleicht echt ganz süß, wenn man so diese so Törtchen macht, Muffins oder sowas, ne? Dann passt das. Der 5. Dezember fühlt sich sehr, sehr gut befüllt an. Und hier haben wir ein kleines Gläschen drin. Ich mag so kleine Gläschen. Das ist Aprikosenkonfitüre extra mit 85% frischen Früchten, 40 Gramm von Deli Grease GmbH. Okay. Ja, Pure Handmade Quality. Hört sich auf jeden Fall charmant an. Und so ein kleines Gläschen auf dem Weihnachtsfrühstückstisch, wenn man zusammen mit den Liebsten bruncht oder so, ist, glaube ich, ganz cool, ne? Mag ich. Okay, Nikolaus ist dieses Mal die größte Box und da werfen wir mal einen Blick hinein. Die ist komplett befüllt, sowas finde ich großartig. Chocolate Deko. Ach was. Dessert Decorating Set. Ein Set zum Verzieren von Dessert. Das sieht hübsch aus. Clever Ideas for Clever Cooks. Mit Rezepten hast du das Ganze. Und dann hast du hier diesen Spritzbeutel. Kannst da verschiedene Aufsätze drauf machen. Und dann irgendwas formen. Da steht auch, wie man was macht. Mit was man was macht. Genau. Also das passt auf jeden Fall zu diesem Adventskalender. Dass du halt nicht nur Food selber drin hast, sondern halt auch so, ne, Zubereitungsgeschichten. In die Nummer 7, Salz nicht vergessen, steht hier auch mit dabei. Tatsächlich ist es so, dass wenn du
Süßspeisen hast, dass du so eine Prise Salz dazu fügen kannst, um den Geschmack zu intensivieren. Das ist irgendwie auch ganz fancy. Hier haben wir Brilliant Rot, 11 ml Lebensmittelfarbe von Good Bake. Ja, auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, wenn man dann zum Beispiel rote Kekse backen möchte, hat man diesen Lebensmittelfarbengedönsen mit dabei und kann sich darüber freuen. Passt. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Das liegt daran, dass sich das so wundervoll reimt und weil Sammy an dem Tag auch Geburtstag hat. Ne? Und Sammy ist dieses Jahr 9 Jahre alt geworden. Der junge Mann liegt da vorne und schläft. Und ich weiß gar nicht, wann ich mit ihm seine Hunde-Adventskalender auspacken soll. Ich glaube, dass es dieses Jahr eher nichts wird, weil ich drehe halt echt spät. Es ist jetzt auch schon wieder 10 nach 9. Und der schläft dann halt und döst hier so rum. Der ist halt einfach ein alter Herr. Und dann kann ich nicht so gut mit ihm filmen. Hier habe ich Eiersatz mit dabei von Natur. Aus Liebe zur Natur auf Basis von Lupinenmehl. Ideal zum Backen, ersetzt 3 Eier. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Vor allem, was ich hier bei sowas immer ganz praktisch finde, das ist relativ lange haltbar. Das ist jetzt bis zum 14. Februar 2025 haltbar. Und dann kann man sich das einfach in die Vorratskammer packen, dass wenn du halt einfach kein Ei da hast, nicht nur aus Gründen von, ich möchte vegan leben oder so, sondern wenn du halt einfach keine Eier da hast, ne? Dann hast du halt dieses Tütchen, das frisst ja kein Brot, nimmt keinen großen Platz weg. Macht das auf jeden Fall Sinn, finde ich. Mal schauen, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Oh, ja, also das ist süß. Das ist einfach eine Ausstechform von einem Schneemann. Passt in diesen Adventskalender, ne? Ja, ausstecher.de gibt es 365 schöne Motive. Ja, ist rostfrei, was total super ist. Ja, passt in diesen Adventskalender rein. Erinnere mich halt einfach so ein bisschen dran, dass wir halt 90 Euro dafür normalerweise ausgegeben haben. Die anderen Adventskalender haben halt wirklich ein mieses Preis-Leistungs-Verhältnis gehabt. Vielleicht lohnt es sich dann eher, wenn man halt diese 35,99 hat. Ne? Ja, morgen für mich ist der 10. Dezember und in der Nummer 10 wird es dann am 2. Advent weitergehen mit Better Coconut Chips. Salted Caramel, Baked, no Added Fat. Okay. 40 Gramm sind hier drin. Das ist für mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich so ein Backprodukt. Also, nee. Das ist halt eher so ein kleiner Snack zwischendurch. Ich glaube, wenige mögen, also ich mag tatsächlich das ab und an mal, dass ich halt, wenn ich Kokoschips irgendwo in einem Müsli drin habe oder in so einer Nussmischung oder so, dann esse ich die auch wohl mit. Aber pur würde ich die jetzt mir nicht so gönnen, auch wenn es Salted Caramel ist. Süße Weihnacht überall am 11. Dezember. Dann schauen wir mal, wie süß uns das gestaltet wird. Karamellisierte Rose-Erdnuss. 40 Gramm. Also ist da Rose mit dran? Ja, 4% Rosen. Erdnüsse, Zucker, Honig, Rosen und Meersalz. Interessant von Nusswaren. Also ich mag gerne Erdnüsse. Rose mag ich eher als Duft. Rosen zu essen finde ich interessant. Werde ich mal ausprobieren. Zur Halbzeit erwartet uns hier der 12. Dezember und hier haben wir ein DIY-Vanillezucker-Rezept. Gut, das ist relativ simpel, ne? Nimmst du eine Vanilleschote, nimmst du Zucker, hast du Vanillezucker. Okay, ja, wir haben hier eine Mini-Reibe drin. Das ist ja auch süß. Das ist von Zenka und das ist schon knuffig, ne? Für Muskatnuss oder so kann man die dann nehmen. Auch dieses Produkt in diesem Adventskalender meiner Meinung nach echt gut aufgehoben. Oder für Zitronenschale oder so, ne? Doch, das ist gut. Ich glaube, der 13. Dezember ist ganz gut befüllt. Das fühlt sich auf jeden Fall so an. Oh, das kannst du auch zum Verzieren nehmen oder halt so naschen, ne? Übrigens ist es auch ein Adventskalender, der mit Brigitte irgendwie auch oder mit Barbara... Mit wem bist du denn jetzt hier in Kooperation? Ich glaube, Brigitte war die Dame, ne? Also Brigitte, die Zeitschrift, die gibt es auch als Box. Übrigens 35,99. Habe ich eben 39,99 gesagt? Brigitte. In Kooperation mit der Brigitte. Ist hier nämlich auch drauf gedruckt. Von Pickard haben wir Veggie Marshmallow Minis. Das ist schon süß, ne? 50 Gramm kannst du auch wirklich zum Verzieren von Backwaren nehmen. Also ich stelle mir hier wirklich vor, dass man sich so große Cookies auch macht und dann so Marshmallow-Viecher drauf macht und seine Diamanten und dann so ein bisschen diese Blumen und damit vielleicht auch irgendwas schön macht und so und das dann vielleicht vorher eingefärbt hat. Also doch, hier sind schon brauchbare Sachen drin, sofern man auch so eine Backfee ist, die ich noch nicht bin, aber gerne wäre. Der 14. Dezember fühlt sich sehr leicht an. Hier ist auch irgendeine Fragegeschichte drauf. Ja. Guck mal, das ist auch praktisch. Eine Zuckerschrift in rosa haben wir hier mit dabei von Decozino. Das ist dieses hier. Finde ich cool. Wirklich, kannst du auch ganzjährig verwenden. Rosa finde ich auch klasse, muss ich gestehen. 18 Gramm sind hier drin enthalten. Ich finde es süß.
Ne? Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Der 15. Dezember, hier rappelt es drin. Oh ja, Streusel. Superstreusel, heiliger Bimbam, 55 Gramm Zuckerstreuselmix mit Schokokugeln. Auch das wirklich cool zum Verzieren. Also hier seht ihr dann auch, wie das so aussieht. Da hast du in Rot und in Grün und in Gold. Das passt, ne? Das ist richtig schön weihnachtlich. Finde ich klasse. Ist hier echt gut drin aufgehoben. Also von der Art und Weise des Produktes her. Auf die Plätzchen fertig, los am 16. Dezember. Also die Sprüche gefallen mir hier drauf. Ne? Hier haben wir Schoki, und zwar ganz dunkle, von Benjamissimo. A new experience of chocolate. Organic, vegan, dark, 70% mit bulgarischem Rosenwasser. Okay, also das ist jetzt keine Schokolade, 70 Gramm, die man jetzt so einschmilzt. Oder vielleicht doch, um sie dann als Rein-Dip-Schoki zu verwenden. Ich glaube, dafür ist die zu teuer. Für mich wäre das, glaube ich, gar nichts. Also ich bin jetzt nicht so ein Ultra-Fan tatsächlich davon, dass Rose in der Schoki ist. Also für mich war das mit den Erdnüssen schon, muss ich mal ausprobieren, aber hier ist es mir, glaube ich, zu krass. Und 70% Schokolade ist auch nicht so meins. Gut, ich kann mir vorstellen, dass man das dann nimmt, man schmilzt es ein und dippt dann halt seine Kekse rein, ne? Aber ich glaube, dafür ist es so ein bisschen Perlen vor die Säue. Am 17. Dezember erwartet uns der 3. Advent schon. Also die Zeit rast tatsächlich auch jetzt bei mir schon, ne? Das ist der Wahnsinn. Hier haben wir was zu trinken drin von Vermischt. Mhm. Bio-Haferdrink-Konzentrat zum selber mischen für 1 Liter Haferdrink. Ach, das ist natürlich auch super cool. 0,2 Liter und das machst du dir dann einfach in 1 Liter Wasser rein, würde ich jetzt einfach mal ganz entspannt behaupten. Innerhalb von 4 bis 5 Tagen aufbrauchen, okay. Und 200 Milliliter Konzentrat, 800 Milliliter Wasser, dann hast du 1 Liter Haferdrink. Das ist wirklich ein nachhaltiges Produkt, weil du verschiffst oder verschickst hiermit auch nur 200 Milliliter irgendwas, ne? Und hast dann letztendlich 1 Liter. Und wir haben in Deutschland ja so eine gute Wasserqualität, das kann man sich ja alles selber mischen. Der 18. Dezember. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Fühlt sich sehr, sehr leicht an, aber hier ist definitiv was drin. Pure Chocolate Erdbeerpulver, 6 Gramm. Das kannst du, gefriergetrocknete Erdbeeren, das kannst du dir dann halt auch auf dein Gebackenes drauf machen. Also Toppings haben wir hier allerhand und die Toppings finde ich auch sehr außergewöhnlich. Und das finde ich gut. Bake the World a Better Place am 19. Dezember. Schon, also die Leute haben wirklich sehr viel Kreativität. Von Superstreusel haben wir hier auch noch Bonbon-Bällchen, 20 Gramm drin. Auch das wundervoll zum Verzieren von Kuchen, Plätzchen und Muffins. Ne? Auch der 20. Dezember fühlt sich relativ leicht an. Hier haben wir noch eine Ausstechform. Ja, also wenn ich halt 35,99 dafür ausgegeben habe, finde ich so eine Ausstechform toll. Freue ich mich drüber, stotterte sie hier. Aber wenn ich da 90 Euro für ausgegeben habe, finde ich es blöd, dass wir halt zwei Boxen haben, wo Ausstechformen drin sind. Dann hätten sie es wirklich in eine Box packen sollen, meine Meinung. Und auch das ist von ausstecher.de, ne? Schönes Motiv, gar keine Frage. Aber ja, nun, wir gucken einfach auch mal, was da so der Wert ist. Das rechne ich ja auch aus. Die Nummer 21. Dabali Medjool-Datteln. Frisch, natürlich und lecker. Genau, da sind einzelne Datteln drin. Die sind bis September nächsten Jahres haltbar. Ich glaube, hier waren zwei Datteln drin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Datteln. Kannst du ja auch, 60 Gramm, ja. Kannst du auch zum Kochen nehmen oder zum Backen halt auch, ne? Okay, hast du halt zwei, drei Datteln, ne? Die Nummer 22, schokoladige Resteverwertung steht hier hinten drauf. Hier haben wir, das finde ich, das gehört hier auch rein von Better Baking, eine Backmischung Plätzchen mit Erdmandeln, Emma und Dinkel für 10 bis 12 Kekse. Das passt hier rein, ne? Das können wir auch super gebrauchen. Hier steht auch drauf, wie du es vegan oder wie du es traditionell zubereiten kannst. Und finde ich klasse. Muss ich sagen, das passt hier rein, auch wenn es sehr wahrscheinlich jetzt nicht so den ultimativen Wert hat. 100 Gramm sind hier drin. Aber ich finde, das passt in diesen Adventskalender. Ach krass, wir sind tatsächlich schon am 23. Dezember. Das ist ein Tag vor Heiligabend. Rezept für einfache Haferkekse. Und hier haben wir auch wieder so eine kleine Geschichte drin von Pure Schokolade oder Pure Chocolate Blütenmix 2 Gramm hatten wir jetzt schon am Anfang drin. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal gebraucht. Also das muss jetzt eigentlich eher weniger sein, aber gut. Wir haben hier Rosenblütenblätter, Ringelblumenblätter und Kornblumenblätter mit drin. Das wird auf jeden Fall hübsch aussehen. Ich bin mal gespannt, was am 24. Dezember drin ist.
Ist auch sehr leicht, aber ich glaube, das ist ganz gut befüllt. Frohes Fest steht draußen dran. Das ist sehr charmant. So, hier haben wir von Dr. Oetker was drin enthalten. Und zwar eine Wintertülle Schneeflocke. Viermal Einwegspritzbeutel ist auch noch mit dabei. Ach, wie cool. Das finde ich cool. Das machst du dir auf deinen Spritzbeutel. Ich habe so einen Spritzbeutel für Mehrfachverwendung. Den kannst du auch in eine Spülmaschine packen, ne? Und dann machst du diese Tülle halt da drüber. Und dann kannst du damit solche Schneeflocken auf dein Gebäck machen, auf dein produziertes irgendwas. Das finde ich ist eine tolle 24. Widmen wir uns also dem Fazit des Adventskalenders. Für 35,99 Bombe, klasse. Auf jeden Fall empfehlenswert. Kann man dann auch gegebenenfalls einfach im Januar auspacken oder als Geschenk halt nehmen, ne? Dass man das halt komplett auf eins auspacken könnte. Für 89,99 finde ich das gar nicht gut. Also das wäre viel, viel, viel zu teuer gewesen. Ich bin auch absolut nicht der Überzeugung, dass wir hier einen Warenwert von über 89,99 haben. Also dass die Produkte den Preis wert sind. Ja, also das hätte man wirklich ein bisschen, also die haben tolle Produkte reingepackt, aber man hätte sie größer machen können oder die Kläppchen mehr befüllen können, weil Platz in den Kläppchen war definitiv ja noch drin. Man hätte die Ausstechform zusammenpacken können, mehrere Lebensmittelfarben reinpacken können, mehrere von den Pure Chocolate Toppings in ein Kläppchen packen können und dafür dann andere Sachen noch mit, ne? Dann hätte es wahrscheinlich einen attraktiveren Warenwert gegeben. So ist es jetzt so, wie es ist. Ich hätte mich jetzt ehrlich gesagt nicht drüber gefreut, wenn ich wüsste, dass dafür 89,99 ausgegeben worden wäre und ich den dann ausgepackt hätte. Hätte ich aber gewusst, dass jemand 35,99 dafür ausgegeben hat, um ihn mir dann zu schenken oder ich mir den selber geschenkt hätte, hätte ich das gut gefunden. Aber ich glaube, maximal 50 € sollte man für diesen Adventskalender bezahlen, meine Meinung, ne? Schreibt mir aber gerne auch eure Meinung in die Kommentare rein. Wie gesagt, der Mix an Produkten ist total super. Man hätte es einfach nur irgendwie ein bisschen größer machen können, meiner Meinung nach. So, das wäre es ja schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!